Waffen nieder und gebt auf! Den ersten haben wir. Gebt auf und stellt euch der Gerechtigkeit! Ranzoomen und dann kriegt er richtig. Kriegt er schön die Combo ab. Panik! Flieht! Wir kämpfen an einem anderen Tag! Da sind sie auch geflogen. Ihr Ritter habt niemals gelernt, eure Wut richtig nicht zu kanalisieren. Töten, Anna. Wir töten. Lasst ihn laufen. Damit er uns wieder jagen kann? Rastermann. Na los! Danke, T7. Wir schulden dir was. Ja. T7 ist der Held. Klage. Wie oft? Niemand hat mir gedankt. Ich weiß die Rettungsaktion zu schätzen. Bescheidenheit. Das war gar nichts. Okay. Begrüßung. Ich grüße Sie. Ich bin HK55, voll bewaffnet und stehe zu Ihren Diensten. Gut zu wissen. Herzlich willkommen. Da dampfen wir im wahrsten Sinne des Wortes ab. Mit einer doch etwas böseren jungen Dame. Ich sagte doch, dass wir es schaffen würden. Ihr habt den Teil vergessen, wo ich mein Schiff verloren habe. Ihr müsst dieses Ding landen, bevor wir noch aus den Wolken fallen. Ich sagte doch, dass ich alles unter Kontrolle habe. Das ist nicht das erste Mal, dass ich ein beinahe Wrack fliege. Das wird eine kurze Reise. Ihr solltet unserem Freund hier langsam erzählen, was in den letzten 5 Jahren alles passiert ist. AK, mach dich nützlich. Überprüf die Stabilisatoren. 5 Jahre? Richterin Valen, bitte. Ich hatte keine Möglichkeit. Oh. Ja, sie geht da ein bisschen anders vor als wir. Erwartet ihr Anweisungen? Der Fremdling? Nein, er ist weg. Weg? Mir ist egal, was dazu nötig ist. Ich will, dass er gefunden wird. Was ist jetzt passiert? Sind wir jetzt auf dem Raumschiff oder was passiert jetzt? Ein neuer Traum. Die Flucht ist auf jeden Fall gelungen. Wir sind aus den Fängen des neuen Imperators und seiner Schwester entflohen. Und was passiert jetzt? Das werden wir gleich in Kürze erfahren, Freunde. Freunde des aufgehenden Sonnenlichtes. Na? So ist es nun mal. Dann nehmen wir nochmal einen Schluck. Wo wir gerade eben Ladezeit nahmen. Die Gravestone, Kapitel 4. Gravestone, ist das Grabstein? Ja, ne? Gravestone. Ja, ich glaube schon. Lösch die Flammen! Habt ihr keinen Feuerlöscher eingepackt, als ihr dieses Schiff... Ich habe alles unter Kontrolle. 2 Minuten später, alles brennt, weil er nicht den Laden sauber machen wollte. Ihr seid dran. Fremdling. Ich hab einen Namen, du Spinner. Ach. Jetzt darf ich steuern, nachdem er es verbockt hat. Und wir sind gelandet im Dschungel? Mysteriös. Haben wir es überlebt? Ja, sieht ganz danach aus. Na, noch habe ich uns nicht gesehen und da ist er. Jetzt schuld immer zwei. Die sollte gar nicht zählen. Sie war meine, als wir abgestürzt sind. Also zählt sie. Ich habe nicht gewusst, dass uns diese Art von Dienstleistung in Rechnung gestellt wird. Das ist nur ein kleines Spiel, das wir spielen.
Ihr werdet entschädigt werden. Natürlich, daran hatte ich nie Zweifel. Orten die Sensoren etwas? Da ist der gute Jedi ein bisschen böse. Ich habe ein großes metallisches Objekt in der Nähe entdeckt. Die Analyse weist auf ein technologisches Gebilde hin. Es gibt aber keine Energiesignaturen. Was auch immer es ist, es fliegt wahrscheinlich besser als dieses Ding. Das Triebwerk ist nur noch ein Haufen Kohle. Die Sprungtruppen sind weit hinter uns. Wir müssen die Spuren unserer Landung verbergen. Ich berge, ihr vergrabt? Genau wie auf Aron Prime. Ihr sollt alle wissen, dass ich zu schätzen weiß, was ihr getan habt. Ihr habt offensichtlich viel riskiert, um mich zu retten. Danke. Keine Ursache. Ob ja, da muss ich auch mal sagen, danke. Ist. Ich weiß, dass ihr mehr Fragen als Antworten habt, aber wir sollten wirklich weiter. Ich verspreche euch alles zu erzählen, wenn wir in Sicherheit sind. Ja, wir werden Enthusiasmus. Weiter. Sollen wir das technologische Objekt untersuchen? Ich glaube, ich kann uns dorthin führen. Also gut. Suchen wir uns noch was Schönes aus. Nehmen wir nochmal das. Und Level Up auch noch, Freunde. In diesem Sinne, wir sind auf einem neuen Planeten gelandet, anscheinend mitten im Wald, mitten im Dschungel, genau weiß ich es nicht. Die ganze Sache hier vom Namen her heißt es Sakul. Ach, wir sind immer noch auf Sakul. Okay, wir sind nur in den Wäldern von Sakul abgestürzt. Oder in den Sumpf von Sakul, man weiß es noch nicht genau. Auf jeden Fall ist es hier eine sehr interessante Ecke. Lana schöpft derweil ein bisschen rum. Wir sehen uns mal das Wrack an, das ist ganz schön angeschlagen. Natürlich werfen wir mal einen Blick auf die Gegend. Da hinten haben wir schon den ersten Sumpf, ging's. Ja, Freunde, ich bedanke mich fürs Zusehen. Es wird immer spannender, immer interessanter. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen da. Und wenn ihr was zu kommentieren habt, was zu meckern habt, was zu loben habt, dürft ihr das auch gerne in die Kommentare hauen. Ja, ich bin auch noch neu bei der Sache mit den ganzen Webcam und ganzen Scheiß. Seht ihr ja. Muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Also, Freunde, in diesem Sinne, adios.